Warum verändert das Evangelium die Welt so wenig? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Von Jesus hören wir heute im Evangelium: Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort Gottes hört und es auch versteht. Er bringt Frucht, 100-fach oder 60-fach oder 30-fach. Ja, in einer Geschichte wird erzählt, ein Seifenhändler ist mit einem Pfarrer unterwegs. Der Seifenhändler lästert über das Christentum und sagt: Herr Pfarrer, 2000 Jahre Christentum und noch immer gibt es so viele Kriege. Da begegnet ihnen ein schmutziges Kind und der Pfarrer meint: Ja, sie produzieren doch so viel Seife und immer noch gibt es schmutzige Kinder. Dazu der Geschäftsmann: Ja, die Seife nützt ja auch nur, wenn man sie anwendet. Und prompt meint der Pfarrer, das Gleiche gilt natürlich auch für das Christentum. Ja, nur wenn wir das Wort Gottes anwenden, wenn wir es verinnerlichen, wenn wir es leben, kann es die Welt verändern. Ja, und über die fruchtbare Anwendung des Wortes Gottes geht es im heutigen Evangelium. Genau genommen über die vier Zustände unserer Seele, mit denen wir das Wort Gottes aufnehmen und die dafür ausschlaggebend sind, ob das Wort Gottes die Welt verändert oder eben nicht. Zuerst hören wir von Jesus über das oberflächliche Herz. Das Samenkorn des Wortes Gottes fällt hier bildlich gesehen auf die Straße. Die Vögel des Himmels kommen und picken es auf. Es bringt eben keine Frucht. Diesen Seelenzustand haben all diese, die nur mit einem Ohr so halb das Evangelium hören, zum Beispiel am Sonntag in der Kirche, und es sofort wieder vergessen. Oder all diese, die einfach keine Zeit übrig haben, um das Evangelium täglich zu lesen. Dann das steinerne Herz. Das Samenkorn des Wortes Gottes fällt hier bildlich gesehen auf Felsen, auf Stein. Was macht denn unser Herz hart, so hart wie Stein? Sind es nicht all die vielen Verletzungen und Streitereien des Alltags? Wenn unser Herz dadurch verhärtet wird, kann das Wort Gottes nicht in uns eindringen und auch keine Frucht bringen. Diesen Zustand beheben wir, wenn wir all unsere Verletzungen, all unsere Wut immer wieder vor Jesus aussprechen und ausschütten und ihn bitten, von ganzem Herzen allen alles vergeben zu können. Nun wird unser Herz aufnahmebereit für das göttliche Wort. Oder kommen wir zum dritten Seelenzustand, zum sorgenvollen Herz. Das Samenkorn des Wortes Gottes fällt hier bildlich gesehen unter die Dornen. Es sind all die Sorgen und Ängste, die uns vielleicht schon beim Aufstehen in der Früh bedrängen. Das Wort Gottes wird von all diesen Sorgen buchstäblich erstickt. Diesen Zustand beheben wir, wenn wir all unsere Sorgen, Nöte, Ängste immer wieder Jesus abgeben, vielleicht durch den ganz Hingabe Rosenkranz: Jesus, ich gebe mich dir hin mit all meinen Sorgen, mit all meinen Nöten und Ängsten. Sorge du. Wenn wir unsere Ohren und unsere Augen gut schützen vor allen unnötigen Nachrichten, die uns nur Angst und Schrecken bereiten. Stille tut unserer Seele wirklich gut. Und zuletzt natürlich das fruchtbare Herz. Das Samenkorn des Wortes Gottes fällt hier bildlich gesehen auf fruchtbaren Boden. Mit beiden Ohren hören wir aufmerksam auf das, was Gott uns sagen will. Und in der Betrachtung verinnerlichen wir dieses Wort. So
Wenn wir dann dieses Wort Gottes verinnerlicht haben und mit Jesus im innigen Herzensgespräch darüber sprechen, kann das Wort Gottes uns verwandeln, unser Leben verwandeln, ja, ein Stück dieser Welt verwandeln. Und es bringt 30-fach, 60-fach, ja, 100-fach Frucht. Jesus, öffne unsere Ohren, damit wir dein Wort ganz tief in uns aufnehmen. Und verändere zuerst uns und dann die Welt durch uns zum Guten. Und so segne und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Euch allen wünsche ich noch einen gesegneten, wunderschönen Sonntag.